Herr Baris, also Bui Kenya, wir sind jetzt gerade auf Rusinga Island. Da haben wir letztes Jahr Permaculture Training gemacht im Badelisha Center und zusammen mit Steven, einem Universitätsprofessor von der Universität Nairobi, haben einige Erosionsbremsen angelegt. Und da sieht man jetzt eine Erosionsbremse, die in einem Gully gemacht worden ist, nach unserem Training. Eben von den Forest Guards ist die angelegt worden, mit denen wir das Training gemacht haben. Und da sieht man auch schon, wie super die Auswirkung ist. Also die Barriere, die Steinbarriere, die geschlichtet worden ist. Dahinter Agaven bzw. Aloe. Und vorne sieht man den nackten Stein, eben Erde erodiert bis runter auf den nackten Stein, auf den nackten Fels. Und dahinter sieht man eben in der letzten Regenzeit von der Höhe her ca. 30 cm erdreich angetragen und haben auch schon Gräser angefangen zu wurzeln. Also mit einfachsten Mitteln lässt sich eigentlich auch überall sehr viel machen. Also es ist Wissen, das was abgeht und eigentlich nicht unbedingt das Geld. Weil das sind alles Sachen, die was aus der Gegend rundherum sind. Ja, also ein sehr gutes Beispiel als Nachfolgeprojekt unseres Kurses vor einem Jahr.